Willkommen zu einem neuen Part Dragon Rage 8, Dragon Quest 8. Genau. Wir sind letztes Mal in der Welt der Finsternis angekommen und mein lieber Mann, das sieht aber richtig finster aus hier. Ja, außerdem wieder in Full HD, nur so, damit ihr Bescheid wisst. Ja, also das ist schon wieder richtig schnieke hier. Ja. Und also ich würde sagen, der erste Weg führt uns doch direkt mal zu dem Tor. Ach so, ja, das Tor. Ich dachte jetzt so, Beelzebäumi. Oh, ich hab gar keinen Ingame-Sound, weil ich die Kopfhörer nicht drin habe. Das könnte ich auch mal nachholen. Ja, mach mal. So, ich würde jetzt mal sagen, gegen Bäume ist Feuer gar nicht so schlecht. Also wenn Pokémon mich eins gelehrt hat, dann das. Aber ich weiß nicht, inwiefern die sich von normalen Bäumen... Wobei man interessanterweise sagen muss, dass er erst in der fünften Generation einen Baum-Pokémon... Mogelbaum gab es ja, aber da war vorher ja nicht besonders effektiv. Ja. Dass tatsächlich erst in der fünften Generation ein Pflanzenbaum-Pokémon erschaffen wurde. Krass, ey. Ja, aber Mogelbaum war ja... Was war ein Mogelbaum? Steinboden oder sowas, nur Stein. Nur Stein? Ja. Ja, Mogelbaum war echt freudig. Also es war, zu dem Zeitpunkt, wo es gefangen hast, war es ganz gut. Ja. Aber dann wurde übel schnell. Ein starker Arznei. Schade, ich hätte ein Yggdrasil-Blatt. Ja, bitte. Oh! Ah, du musst hier rechts runter. Upsi! Warte mal. Nicht da, sondern hinten lang, ne? Ja. Die Wirkung der Heiligen Schutzaura lässt nach. Also wir haben hier das Portal, das wir eigentlich jederzeit auch benutzen können. Um sozusagen in die Welt des Lichts zurückzukehren. Und da soll noch einer sagen, Portal hatte damals diese innovative Idee. Ja. Ich bitte euch. Dragonquest auch viel früher dran. Ja, total. Obwohl ich jetzt gerne auch ein Portal hätte, wo ich einfach hier das Ding hinmache und dann da hinten. Ja, das wäre ganz praktisch. Ich würde es direkt vom Dorf machen. Ja, genau. Dunkle Kondore. Also im Grunde sind jetzt auch alle Gegner schwarz-weiß. Ja. Und auch gar nicht mal so schwach. Ja, aber bisher, also es ging ja ganz gut klar. Ich meine, die haben ja auch, obwohl die Bäume haben jeder 333 Punkte gegeben, ne? Ja, also ich glaube, die dunklen Gegner hier sind doch ein bisschen aggressiver und stärker. Alter, 56 Damage, okay, hab nichts gesagt. Und ich glaube auch deshalb waren die Monster in der Lichtwelt hier, fand ich jetzt vergleichsweise jetzt nicht so krass. Nee, die waren echt läppsch. Aber hier drehen die jetzt halt richtig auf. Mhm. Also ich will nicht wissen, was hier so ein Ali-Hölligator, in Schwarz-Weiß hier bringt. Also, das wird, glaube ich, richtig heavy. Ja, aber auch gut EP wahrscheinlich geben. Ja. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt auch bald mal wieder ein paar Level erreichen. Das ist auch mal wieder Zeit. Ja, Jessica hat ja, also ich glaube innerhalb von drei Parts hat Jessica, war Jessica ja die Einzige. Jessica. Gut, wir sind jetzt auch ein paar Mal abgehauen vor Kämpfen, muss man auch mal sagen. Hm. 672. Naja, wenn man vom Teufel spricht. Hero erreicht die Stufe 34. Das LP-Maximum steigt um 8, MP um 9, Weisheit plus 7. Nicht übel. 7 Talentpunkte. Ja. Also Schwerter knallen? Ich würde fast Courage nehmen. Vielleicht lernt er noch eine nette Technik. Oh, Yank ist auch. Das ist aber nichts gelernt. Das fand ich ein bisschen schwach von Hero. 20 LP, das ist der Wahnsinn. 8 Talentpunkte. Hau auf Äxte. Ja. Scheiß drauf. Na, Glück haben, kriegt er sogar nochmal. Wird zum Axtkönig. Yes! Ja. Sehr schön. Oh! Ja, alle mit Alter, einem Schlag. Ohne Scheiß, habt das Spiel so einen Voice-Trigger drin halt. Alle auf einen Schlag. Könnten wir wieder zeigen, wir haben 5 Level ab. Aber das lag auch daran, dass Jessica halt eine Weile auch nicht da war und so. Mhm. Ich kann ja mal auf Charisma gehen, ne? Ja. Ach so. Er lernt den Engelsblick. Du kannst ja auch mal aus dem Alchemiekessel. Ach, haben wir das Chaos-Florett. Hupsi, weil Monster-Team wollte jetzt nicht. Aber noch das Chaos-Florett, wobei das bringt uns ja derzeit nichts. Im Moment nicht, nee. Weil das dürfte ja, rein theoretisch müsste es ja verflucht sein, oder? Ja. Obwohl, es sieht gar nicht so verflucht aus. Ich glaube, es ist verflucht, aber wir können auch. Ja, wir gucken einfach mal schnell. Also wenn es verflucht ist, dann steht das ja normalerweise da. Ja. Eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, wenn wir uns nochmal zum Pilgerkai vorher teleportiert hätten, um das Kopftuch zu besorgen, aber... Ja. Und besonders, wir hätten dann auch noch hier das eine Ding für 5000 verscherben können, hätten auch die Kampfaxt holen können, so ein Zeug. Chaos-Florett. Ein magisches Florett, das den Gegner verwirren kann, wenn es trifft. Also steht... Ist es schwach oder stark? 61. Kannst es ja mal versuchen anzuziehen. Also ich glaube, es ist stärker. Nee, Angriff. Nee. Ach, warte mal, das ist insgesamt. Ja. Das ist insgesamt der Angriff. Gucken wir einfach mal. Wo haben wir es denn?
Nein. Da. Ja, nochmal 7, ey, hallo? Klar doch. Außer natürlich, das heilige Silberflorett hat jetzt irgendeinen mega krassen Scheiß. Nein. Mhm. Wieder dieses, ohne Scheiß, wieder so eine Formulierung, wo du weißt, nope, ich kann nichts Besonderes, ich bin einfach nur ein Stück Stahl. Ja, 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 wir machen das jetzt so. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Mal alles nur einmal im Jahr. Oh, dunkle Schleime, pass auf, am Ende sind die richtig heavy. Zack. Ich denke, es ist irgendwie eine Fähigkeit, die mehrere trifft, ne, wa? Ich glaube, Kriegsschrei kann die so ein bisschen umboxen, ja, aber... Nee, das ist alles räudig. Ich gehe mal auf den Baum. Damn. Jessica kann ja Wumm zaubern. Mal schauen, ob der Kampf sich überhaupt lohnt. Ja, das wird ja auch lustig zu wissen. Und Angelo macht raus auf die drei. Go, go! Und das ist eine Frage, die man sich dann jetzt mittlerweile schon echt stellen muss. Oha! Gut, die Schatten sind ja recht schwach. Zumindest im Verhältnis, ne? Ja. Okay. Haben die Schleime gerade eine 80er Attacke überlebt? Ja. What the fuck? Ja, schon, ja. Zisch. Stark sind sie nicht. Vernachlässigbar. Gott sei Dank ausgewichen. Oh Gott, Kaita Odem. Ich bin ja auch mal so nebenbei immer mal am Pokémon jagen. Ibitak! Und ich bin tatsächlich einem Ibitak begegnet, aber weil mein Level so gering ist, hatte 22 WP. Alter, ey. Das ist echt räudig soweit. Also wenn man bedenkt, dass ich gestern einen Ibitak gefangen habe mit über 200. Wirklich? Jessica macht Zwillingstrafen. Die und Angelo muss unbedingt eine Multiheilung. Bringt das raus. Eigentlich, wenn man den Pokéball so dreht? Da kriegst du 10 extra EP. Das ist ein Curveball, ja. Aber ansonsten, glaube ich, ist noch nichts nachgewiesen, ob ihr das irgendwas weiterbringt. Ach du Schande, ey, wenn die alle auf Jessica gehen, haben wir echt ein Problem. Yay, der Baum ist down. Die gehen alle auf Jessica. Was für. Alter, ohne Scheiß, was für ein Wichser! Shit. Naja, dann Heilung. Yo. Linkeskraft auch nochmal. Also so ein Ibitak bringt halt nicht viel. Leider. Ja, ich finde es echt doof, dass die Weiterentwicklung nicht mindestens auch irgendwie ein paar mehr Bonks abwerfen, weißt du? Weil du sagst, du kriegst ja auch nur einen Habitak-Bonbon, wenn du es verballerst. Also hast du recht. Ich habe ja auch letztens über den Fehler gemacht, ich hatte einen 200er, also ich hab einen Nebulock gefangen gehabt. Dann hatte er nicht genug Bronze, um es weiterentwickeln zu lassen. Ja. Also das Nebulak, was ich gefangen hatte, war aber ein 80er Nebulak. Ich hatte aber noch 250er und ich habe aus Versehen das 80er entwickelt. Das war richtig kacke, ey. Alter, die machen übel Damage, ey. Kampf hat uns schon ganz schön was gekostet hier. Die Schatten sind echt nicht ohne. Das nächste Mal fliehen. ist das warm hier, ey. Ja, ich hab das Fenster, ich hab das nicht schlimm. Also Leute, man muss schon sagen, die Temperaturen derzeit sind echt richtig unnormal. Vor allem, wenn es regnet, wird es dann am nächsten Tag immer so richtig schwül. Ja. Und wenn es schwül ist, dann schwitzt man, finde ich, noch mehr, als wenn es eine trockene Hitze ist. Du musst nur akzeptieren, dass du einfach die ganze Zeit läufst. Dann ist alles in Ordnung. Haben wir eigentlich immer noch die Karte? Ja. Ja, du musst jetzt einfach nur nach links hier so ein bisschen. Richtung Dorf würde ich jetzt erstmal laufen. Ja, okay. Ich nehme jetzt mal stark an, wenn ich vorhin schon nicht Baumgrenzglocke nutzen kann, dann werde ich den da finden. Ich habe halt überlegt, ob Teleportation funktioniert, aber ich will es fast bezweifeln. Du kannst ja auch probieren. Ah, du kannst im Nur an Orte zurück, wie du bereits besucht hast, aber ich kann sie nicht hier ansehen. Okay. Gut zu wissen. BLC-Bäume. Fliegen? Kannst probieren. Jetzt greife ich es an. Töten. Töten. 50, ey. Sie haben Afros. So, bam. Jengis macht einfach mal einen Helmspalter auf den, ist er Rille. Nein, hupsi. Zwillingsdrachen und noch ein Falkenhieb hinterher. Ich möchte fast behaupten, wenn wir jetzt da links zu dem Tor gehen, erwartet uns ein Bosskampf. Also vorher nochmal auf jeden Fall
heilen und so. Ich weiß halt nicht, ob das in dem Dorf möglich ist, aber zumindest normal heilen, also die KP auf Maximum nochmal. Oh, den Todesbrand. Alter. Was? Alter, ist das evil. Das ist richtig evil. Aber hast du den Gegensatz, finde ich, recht cool ausgearbeitet. Die anderen Viecher haben sich ja gegenseitig wiederbelebt mit Yggdrasil-Blättern. Ja. Und die hier können Todeszauber anwenden. Das stimmt. Damn. Das ist irgendwie ganz cool. 666 und 112 Münzis. Sehr gut. Leider links oben. Warte mal, ich will nur noch mal gucken. Ich heile noch mal schnell durch. Ach, von den MP her passt das schon. Ja, deswegen. Da ist das komische Tor. So, hier links jetzt und am Tor. Muss doch bestimmt was sein. Oder? Also noch ist nichts. Aber wir bewegen uns Richtung Dorf. Dann gehst du mal erstmal ins Dorf. Warte mal, muss ich jetzt links oder rechts? Das ist egal. Ja, das ist. Ich hätte schwören können, wir müssen hier nochmal kämpfen. Kommt bestimmt auch noch. Oh, Alter, shit, sind nee. Das viele. Ach, zum Glück, sie haben es nicht bemerkt. Nee, angreifen, jetzt kannst du es doch nutzen. Hier, zack und... Das wird trotzdem lustig. Ah, bam, Jessica macht Wumm. Und Angelo kann ja noch... Sausen. Upsi. Ein Bräuschen machen. So. Oh, Alter! Der ist nicht ohne. Nicht übel. Ja, da müssen ein paar sterben jetzt eigentlich. Ja, also die Schleime sind auf jeden Fall weg. Oh, geil. Schön. Und die Bäume sind gut angeschlagen. Mhm. So. Jetzt haben wir fast noch mal eine freie Runde. Weil sie es nicht bemerkt haben. Helmspalter, Zwillingsdrachen, Falkenhieb. Go, go. Bam, bam. Yes! Hast du gesehen, es kam gerade verzögert irgendwie der zweite Schlag. Aber der ist auf jeden Fall down auch. Ja, gehe ich auch mal von euch. Bam, bam. Sehr schön. 74. Das ist der Wahnsinn, was Jessica an Damage drammelt. 1501. Das ist nicht ohne. Ja, also wenn wir so weitermachen, geht das mit den Leveln hier vielleicht sogar ganz gut. Also klar, vergleichbar mit Metallschleim ist es trotzdem nicht. Nein, nicht ansatzweise. Vor allem was die Effektivität angeht, weil die Kämpfe sind kürzer, du hast weniger Gefahr. Dunkelschleime. Ja, das lohnt sich nicht, oder? Ich mach mal. Zack und Wumm, und dann. Ja. Macht schon, stimmt schon. Das ist kein großer Aufwand. Muss man auch mal sagen. Oh. Bam. Angelo rastet richtig aus. Ich will nur mal gucken, was die so bringen. Ist da nicht mehr. Achso, ja. Wobei ich glaube, viel wird es nicht sein. Interessant wäre natürlich, wenn es genauso viel bringt wie die Monster in der hellen Welt sozusagen. 609. Oh, Jessica schon nächste Stufe. Beste. Ja, super. 12 und 8. 6 Talentpunkte. Wo du magst. Also mir ist es persönlich egal. Man hofft halt innerlich immer, dass es bei, wenn du die alle Punkte in einsteckst, dass du automatisch irgendwie wieder was Besseres kriegst und so. Aber gut, die hat ja schon beim letzten Mal schon was zügig. Oh, bitte lass es reichen, Gott sei Dank. Phew. Und hier gucken, glaube ich, alle ganz schön böse jetzt. Ja. Was sind das für Leute? Ihre Kleidung ist so bunt. Sind das Freunde von Empyrea? Immerhin reden sie vernünftig. Nein, schau doch. Nur ihre Kleider sind bunt, sonst haben sie nicht viel mit Empyrea gemein. Ach ja? Also ich meine, sie sehen aus wie Menschen. Ja, sie sehen seltsam aus, aber doch wie Menschen. Ey, quatsch nicht voll. Menschen? Aber so wird es doch nur Empyrea. Nein, nicht so aufgeregt. Sie sind nicht gefährlich, also brüll ich wieder. Ruf den halt nicht. Famos! Mach mal, Junge. Lalalala. Dürfen wir uns jetzt trotzdem frei bewegen? Nein. Okay. Die beäugen uns alle komisch. Hallo! Die ganze Aufregung. Wenn ich mich nicht irre, müsst ihr durch das dunkle Auge gekommen sein. Ihr seid Bewohner der Welt des Lichts, nicht wahr? Nein. Bitte, es gibt keinen Grund, das zu verleugnen. Ihre Farben von Aussehen lässt keinen anderen Schluss zu. Ich habe mich angemalt. Ich frage euch noch einmal. Nein. 10 Parts später.
Ich es mir dachte, dann muss es der Wille der Göttin sein, der euch zu uns bringt. Nun, ich möchte etwas mit euch besprechen. Vielleicht könntet ihr nachher mal bei mir hereinschauen. Nö. Wenn ihr mir das versprecht, könnt ihr euch Zeit nehmen und euch ein Herzenslust zum Dorf umschauen. Geil, mag ich euch. Ich lebe in der größten Wohnstätte hier. Oh, Alter, was Bonz, ey. Du. Was ein Pimp. Holkon und Pichu, gehen wir zurück an unsere Arbeit und machen weiter die Gewohnheit. Vergesst nicht, Fremden gegenüber freundlich zu sein. Ah doch, die sind nett. Ich wollte gerade sagen, meinst du nicht, dass die alle scheiße zu uns sind? Weiß nicht, ich hatte so wie im Kopf so. Hab ich mich wohl geirrt. So, mal gucken, was wir hier so von denen looten können. Nee. Nicht dabei. Ich würde mal sagen, Füße hoch, flacher Witz incoming von mir. Die sollten mal alle in die Sonne, um ein wenig Farbe zu bekommen. Wow. Hast du nicht gesagt? Hey doch. Ein Stück Qualität. Nebenbei, darf ich mal fragen, wie die Mini-Medaillen bitteschön in diese Welt kommen? Du solltest aber auf jeden Fall alles looten jetzt. Also wenn... So bekommen wir nicht mehr. Wenn schon, denn schon. Also auch in den Häusern. Ja, ja, mach ich. Keine Frage. Gut, Laden. Der hat sich jetzt irgendwie nicht gelohnt. Zumal der Farbe hatte. Ja, irgendwie schon. Auch der Qualitätsschimmel beispielsweise. Ja. Wahrscheinlich haben sogar genau die gleichen Gefäße. Blut. Könnte sein, aber ja, eine Mini-Medaille, ey. Was zum Teufel? Und frostiger Käse. Aber der ist ganz gut. Voll gut, ey. Dass man hier nochmal looten kann. Ich meine, Gratis-Looter sage ich nicht nein zu. Ist halt echt so. Oh, vielleicht was, kann man hier irgendwas... Er hat nicht viel anzubieten, er ist genau das gleiche. Oh, ist gut zu wissen, weil dann können wir uns... Ach nee, das war ja... Ich wollte gerade sagen, die Axt kaufen, aber das können wir ja nicht. Aber wir können jetzt den Zauberstreitkolben verkaufen. Ja. Weil den werden wir wahrscheinlich sowieso nicht brauchen. Ich meine, 4500 ist echt nice. Ja. Und wenn wir ihn irgendwann brauchen, dann können wir ihn jetzt nochmal kaufen. Genau. Ja, wir haben jetzt genügend für Yangs Waffe. Yay, was, voll super. Was können wir noch was verkaufen? Ein Katzenschild oder sowas, aber ich glaube, es hat nicht viel gebracht. Ja, den konnten wir eh nicht anwenden. Machen wir aber eins doch mal. Ja, eins mal weg. Ein Hammer. Ja, ich glaube, den werden wir auch nicht mehr verwenden. Ja, ich habe immer gern von allem noch eins. So, die ganzen Münzen kann man... Oh, upsie. Nein, 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 warte. Ich gebe für drei gleich verkaufen. Ja. Ah. Jetzt haben wir es. Na, da können wir doch ein bisschen was reinhaben. Oh, wir haben schon 11 Mini-Medaillen auch wieder. Die können wir auch wieder abgeben. Was? Da ist noch eine Silber. Oh, 500. Gucken. Sehr schön. Ach, siehst du, und ich wollte mir noch mal den leichten Schild angucken, was der so macht. Fällt mir gerade mal auf. 4 Goldarmbandschiene können auch 3 loswerden. Oder 2? Na, mal 2. Ja, weg damit. Mehr auf keinen Fall, sagt er. Mehr können wir nicht. Geizhals. Alter, wir haben fast 20.000, ne? Ja. Voll die Rich Bitches. Ansonsten ist halt Kleinkram. Obwohl, Mantel des Meidens können wir noch verkaufen. Irgendwie. Ja, ein. 1.500 ist nochmal ordentlich. Ich glaube, haben. Ne, wir haben den beide Male gefunden, ne? Also, ich glaube, gecraftet. Weiß ich gar nicht. Obwohl, vielleicht haben wir uns sogar gecraftet. Was haben wir hier noch? Ja, halt Samen und so ein Zeug. Steinschwert. Den Dolch da kannst du eigentlich auch loswerden. Den Meucheldolch? Ja. Ja, stimmt. Genauso wie den Klingenboomerang. Ja. Bäm. Weg damit. Ja, da haben wir auch ordentlich wieder Geld geschäbelt, ey. Oh. Ziemlich fett. Goldklumpen. Nee, na, den behalten wir. Den brauchen wir, das stimmt. So. Gut. Hast du erstmal. Ah, ganz gut Geld gesammelt. Schaut mal wieder rein. Ja, mal gucken. Aber vorher loote ich diese Kiste, die übrigens auch farbig ist. Dass das niemandem verdächtig vorkommt. Sie ist aus der Welt des Lichts. Ja, speziell gegen Gift, genauso wie bei vorhin auch. Oder lasse ich Mützen? Nicht übel. Ja, ist okay. Das gefällt mir richtig gut, was hier zu looten ist. So, okay, da ist die große Hütte. Da sind noch die zwei anderen Häuser. Und dann schauen wir mal, was der dunkle Häuptling uns hier mitzuteilen hat. Aber ich denke mal, irgendwie sollen wir Empyrea helfen. Wir wissen noch nicht wie. Ein Stück Steinsalz. Cool. Coole Sache. Ich frage mich nur, was der für einen Nutzen daraus zieht, wenn wir Empyrea aus der Welt der Finsternis wieder in unsere Welt holen.
Wisst ihr, ich hätte jetzt echt erwartet, dass Empyrea hier so ein bisschen in der Welt der Finsternis noch sagt, nö, wir versuchen mal, dass nicht alles scheiße wird. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist das Gleichgewicht dann gestört, oder? Vielleicht erklären sie es uns auch. Hm. Oh, siehst du mal, jetzt haben wir sogar schon 12. Hm, also wird auf jeden Fall wenn wir wieder in der Welt des Lichts sind, lohnt sich demnächst mal wieder ein Ausflug zum Prinzessin-Schloss. Die wird uns, glaube ich, wieder ein bisschen was geben. So, dann jetzt zum... Was stand denn als nächstes Item an, was uns geben wollte? Ich weiß gar nicht mehr. Ohne Flachs, ich habe keine Ahnung. Stimmt, irgendwas gut. Aber wir haben, das letzte, glaube ich, was wir hatten, war Stab des Zorns oder so. Ja, das Götterzorn, könnte sein. So. Und nochmal gucken, aber hier, doch, da hinten. Ha! Ich wusste es! Eine Flasche Fusche. Ja, sogar genau das gleiche Item wieder. Ein Drachenschuh. Oh, den gegen war normalerweise nicht. Geil. Also, die waren dem anderen nicht da. Noch eine Mini-Medaille. Top! So. Goyasha, willkommen in dem Pichu. Ihr habt unser Dorf gesehen, ja? Dann lasst mich euch etwas sagen. Ich nehme an, die anderen haben euch erzählt, dass Empyrea alleine für den Angriff auf unser Dorf antwortet. Okay, jetzt verstehe ich den Sinn. Es ist nun natürlich, dass sie so denken, aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht ganz überzeugt, dass sie selbst es so wollte. Seit alters her wird Empyrea von den Bewohnern in Pichus verehrt. Und zwar nicht nur, weil sie hübsch anzusehen ist, nein, weil sie uns beschützt hat. Ich flehe euch an, wollt ihr heraus, weshalb Empyrea uns immer wieder angreift? Ich glaube, dass ihre Taten eine verborgene Bedeutung haben. Ich glaube auch, dass euer Kommen kein Zufall ist. Ich glaube, es ist Schicksal. Nur Empyrea kann die Grenze zwischen der Welt der Finsternis und der Welt des Lichts überqueren. Sie war es, die euch hierher geführt hat, oder? Nein. Dann muss Empyrea einen Plan haben. Sie wird euch die Wahrheit vielleicht enthüllen. Vielleicht. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch eine derartige Last aufbürde. Doch wenn nichts unternommen wird, werde ich die Bewohner in Pichus nicht davon abhalten können, Empyrea anzugreifen. Ein Krieg mit Empyrea würde nur eine Tragödie heraufbeschwören. Deshalb solltet ihr für mich herausfinden, warum der Götter von uns angreift. Ich drück jetzt ja, bevor er mir nochmal die ganze Geschichte erzählt. Okay. Sie wird oft in der Nähe von dem Prias Rastplatz gesichtet. Eine größere Felsformation in den Nieren gegangen. Ja, kriegen wir hin. Vorher gehen wir aber nochmal pennen. Ja. Eine Felsformation. Ja, ja, bla bla. Ja, im Dach ein Loch ist. Aber bitte, wieso ihr nicht bleibt eine Nacht hier? Bitte leg dich nicht zu uns. Bitte, 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 bitte. Aber auch hier kann man kostenlos pennen. Ja, alles klar, dann will ich nichts gesagt haben. Das ist nice. Die sind wirklich nett. Okay. Na dann mal Abfahrt, Freunde. Cool, die sind ja doch alle richtig lieb. Die sind ausgeruht. Wir haben bestimmt noch was Gutes zum Essen zu bekommen. Farblose Suppe, von der wir nicht mal vom Geschmack her... Wir haben mit keiner einzigen Person geredet. Die sind alle voll nett und wir, verpisst euch. Haut ab. Wir wollen gar nicht Team Venus Cockers muss hier durch. So, mal schauen, wo die jetzt ist. Ich bin mal richtig gespannt, ey. Hui! Wo war denn diese dumme Felsformation? Ach, ja. Da oben links, ne? Hm? Upsi. Direkt links um den Felsen einmal rum und dann war die ja schon da. Ist das eine Felsformation? Ah, ja, wahrscheinlich. Dunkle Schleimerschein, oh nein! Ach, komm. Wow. Alter. Oh Gott, hätte ich sie bloß angegriffen. Ja. Einmal zack und wumm. Ja, ja, what a flux. Oh, Himmel. Ist das Alter, ärgerlich, ey. Ist das ärgerlich. Ja, also Schleim besiegen wir wohl ab sofort besser. Mhm. Immerhin, man muss auch sagen, die bringen ja ein bisschen was nach vorne. Ja, das stimmt. Das Crossflaret verwirrt ganz schön häufig. No. Ach du Scheiße. Alter, die ziehen richtig was ab, ey. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Schleime, das ist der neue Threat hier. Ja, aber hallo. Komm, womit er ja und du bist. Der neue Fred. Shit, Alter. Erstmal wieder heilen, ey. Eine Multiheilung rauskloppen. Kaum raus aus dem Dorf. Schon wieder was gefressen. Und zwar nicht wenig. Perfekt. So. Zumal ich ja. Ey, das waren jetzt nur Schleim und ich hatte eigentlich die heilige Schutzaura, ne? Ja. Hier rechts? Ja, da oben. Da wird sie dann auftauchen, nehme ich mal an. Ja, hätte ich jetzt auch erwartet. Das wird ein spannender Kampf.
kämpfen oder nicht? Ach komm, ich mach das jetzt. Ne? Ah, zack. Ich hab jetzt gerade echt Angst, dass wenn ich es wieder nicht hinkriege. Ich mach jetzt auch, glaube ich, nochmal. Ach, das sind vier auf einmal. Ja. Warte, dann mach ich direkt mal Schmor. Und Angelo kann ja auch nochmal Saus machen oder so. Ah. Engelsblick hast du gesehen. Ach, scheiße. Das können wir auch nochmal gucken, was der überhaupt genau macht. Bäm, 53. Ich mach fast ein bisschen mehr auf. Der Wind zaubert sich echt eine Menge ab, ey. Gar nicht gedacht. So, die sind auch weg. Oh, hoffentlich. Fantastisch. Tatsächlich, der Wind zaubert sich der Meister. 896 für 4. Das ist ziemlich ordentlich. So, jetzt kann ich ja mal ganz schnell gucken, wie das hier aussah. Ach Mist, das siehst du hier gar nicht. Bei der Attribute? Kannst du es auch danach einfach sehen. Ja. Im nächsten Kampf. Ich möchte fast meinen, hier kommen wir jetzt in einen Bosskampf, aber ich will es nicht beschreien, aber ich bin mir eigentlich recht sicher. Eine Cutscene auf jeden Fall. Und ein süßer kleiner Vogel. Ich bin mir recht sicher. Da kommt's. Empyrea ist richtig sackig auf uns. Oh, das, ja, toll. Empyrea nähert sich. Da, 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 da. Mit Yengis, warte. Mit Yengis Scharfrichter. Ich glaube nämlich, Empyrea lässt sich gar nicht so einfach treffen. Und Scharfrichter ist die beste Möglichkeit, um Empyrea Schaden zuzufügen. Nicht mal einen Helmspalter vorne herschicken? Ich glaube, es funktioniert alles auch gar nicht. Okay, dann machen wir das. So, dann macht Jessica mal Energie. Macht Jessica auch Energieschub auf Yengis, ja. Würde ich sagen. Ich habe da irgendwie was im Gefühl so. Ich weiß auch nicht warum. Raus, mach mal, kannst du ja mal mega Stärke mit ihm einsetzen. Ich weiß nicht, ich hab das irgendwie ein Gefühl. Im Urine. 208! 208! Läuft bei dir. Ist das ein Kampf, den man verlieren soll? 208. Ich würde eine Vollheilung machen. Ja, mache ich auch. Vater, ey. Hat die irgendwas im Gepäck? Spezialgegengift und so. Nö. Was kann die als Zauber noch wirken? Abschirmung, Schmorze, Schwächung. Kannst du mal Schwächung? Wir können es probieren, ja. Angelo muss unbedingt die Vollheilung machen. Ach, ich hoffe einfach, die greift jetzt nicht Jessica an. Nicht betrunken, okay. Ich hab's mir gedacht. Gott sei Dank. Ich habe es mir schon gedacht. 208. Ohne Scheiß. Oh, schön alles weg, was vorher war. Ohne Flachs, allein wenn. Das Viech macht hier richtig Damage, Alter. Wahnsinn. Nice. Aber Yengis legt richtig los. Ich denke gerade nach, ob das Konzentrieren sich überhaupt lohnt, wenn ihr die ganze Zeit Eiswelle macht. Kannst mir kaum vorstellen. Greif mal an mit Falkenhieb oder so. Ich glaube, das wird der kaum was abziehen. So, einfach bald, einfach weiter. Scharfrichter. Was haben wir denn sonst noch hier so? Ich glaube, es war. Mach mal einen Zauber oder irgendwas. Ja, ich denke gerade noch einfach, ob Zauber eher treffen. Weißt du? Ja, kann schon sein. Oh, Schmur. Ach, warte, Energieschub wieder auf Yengis. Ja. Und, Angelo macht mach mal die Multiheilung. Nee, das ist Quatsch. Im Voraus schon. Das ist Quatsch. Ich mach doch keine Multiheilung, wenn die bisher jetzt nur immer einen angegriffen hat. Also ich würde versuchen, immer alle auf Maximum zu halten. Wer weiß, am Ende haut den Crit raus und dann sind wir richtig am Arsch. Das ist halt das Problem hier auch mit der... Zack. Oh, shit, ey. Okay. Ja, das zieht ja super wenig ab, ey. Aber sie lässt sich treffen. So, okay. Aber wenn die ganze Zeit die scheiß Eiswelle zaubert. Ich guck mal, was Zack bei ihr macht. Gegensatz. So, Yengis kann ja weiter scharf richtern. Ich glaube, der Energieschub macht schon Sinn, damit sie überhaupt diese eisige Welle einsetzt. Ja. So, und da machen wir Multiheilung. Multiheilung!
Sehr gut. Oh, richtig nervig, dass sie. 57, naja. Naja. Ja. Dass sie halt auch zweimal wieder angreifen kann. Ey, ich hasse das, wenn Bossgegner zweimal hintereinander angreifen können. Das finde ich so assi und scheiße und dumm. Schade, schade. Aber weiter. Wir müssen auf den Scharfrichter bauen. So. Die macht weiter den Energieschub, würde ich sagen. Ach stimmt, ja, war ja wieder Eiseswelle. Ja. Also immerhin setze die Welle überhaupt ein dann. Und Angelo macht eine Mutti-Heilung. Nee, jetzt nicht. Könnte vergessen. Vielleicht eine Vollheilung? Auf Jengis? Ja. Richtig komischer Kampf gegen das Vieh. Ja, man kommt halt nicht so wirklich zum Angreifen, ne? Ja. Immer und immer wieder. Diese aber Seite. Immer, ja. Also weißt du, wir opfern halt einen Zug sozusagen von einer. Ja. Und sie greift, doch eigentlich immer nur Jengis an. Ja. Jawohl, 200 Damage direkt. Und das, obwohl die Eiswände schon waren, ne? Ja, ja. Das bringt gar nichts. Ja, aber der Energieschub. Ich glaube, das bringt nur was, damit die halt diese Scheiße einsetzt. Das stimmt auch. Aber ich glaube, da mache ich eher eine Megastärke oder sowas dann. Weißt du? No. So, Jengis macht weiter Scharfrichter. Jessica. Kann Jessica auch eine Megastärke umgehen? Nee, das ist das Problem noch. Gut, dann haut die einfach einen Zwillingsdrachen jetzt diesmal raus. Und ja, Angelo muss trotzdem wieder eine Vollheilung machen auf den Jengis. Ach, scheiße, aber jetzt habe ich natürlich nicht den Energieschub. Damit. Ja, deshalb setzt er jetzt dann noch zwei Angriffe ein, ja. Ja, wir brauchen den Boost. Also sonst setze ich es ja nicht ein. Auf. 12 und 1. Das macht ja kaum Schaden. Alter, obwohl er geblendet war. Ja. Nice. Dicker Shit. Falkenhieb. Scharfrichter. Jessica macht den Energieschub auf Jengis. Und Angelo macht wieder eine. Obwohl, ich glaube, ich mache jetzt. Oh, was ist das, ey? Zieht halt über 4 Ampere. Ja, aber der hat ja noch genügend. Also, das müsste eigentlich passen. Oh, Mann, ey. 19. Das war richtig traurig. Zack. Das war ja nur der erste Angriff. Na. Ohne Alter. Dann setzt beim nächsten Mal wenigstens wieder die Welle ein. Hoffe ich, ja. Aber spekulieren wir zumindest. Aber der Scharfrichter macht gerade ganz gut seinen Job. Scharfrichter. Ich hätte jetzt mit Hero fast auf Angelo gezaubert. Doch, das macht Sinn. Ja, doch, ja, dann kann Angelo nämlich eine Multiheilung raushauen. Ja. Vollheilung. Na, ich denke, ich mache, glaube ich, eine Mittelheilung. Weil Angelo macht ja mit der Multiheilung sich auch nochmal. So, Jessica. Ach komm, ich mach's trotzdem mit Energieschub, ey. Auch wenn wahrscheinlich die nicht. Ja, Jessica kommt vorher dran. Schade. Schade, schade. Hatte gehofft, vielleicht zaubert er, besser der Vogel, erst die Eiswelle. Puh. Shit, ey. Packt die Jengis. 203. Alter, komm mal runter, Empyrea. Was ist da los? Schade. Ich bitter, ey. Ja. So, Hero macht den Falkenhieb. Jengis macht den Scharfrichter. Jessica muss jetzt diesmal nicht. Nee, muss sie nicht. Das, warte mal, Barriere, die alle Abenteurer, bla bla. Wumm oder was weiß ich. Ich mach mal Klo. Und Angelo macht eine Mutti-Heilung. Ja. Ist das furchtbar. Ist der Bosskampf, ey. Ist das vor allem, dass man sich auf Scharfrichter verlassen muss, ist halt ein bisschen schwierig. Ja, 50. Ein bisschen unpraktisch. Oh, Alter. Ey, ich hoffe nur vom RNG her, dass sie es so gemacht haben, dass sie nicht zweimal den gleichen Charakter angreifen kann, weil das wäre echt assi. Nice. 200 ist gut. Ach du Schande, ich glaube Hero zaubert sich auch erstmal. Ja. Mal eine Mittelheilung. Ja, wobei du kannst noch eine Vollheilung einsetzen, also ganz ehrlich, MP sparen müssen wir eigentlich nicht, da hat man 133. So, bam.
Jessica. Obwohl, er hat immer noch nicht das Dings gezaubert, ne? Nee. Dann mache ich einfach nochmal Klo hinterher. Und Angelo macht trotzdem mal eine Multi-Heilung, ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Würde ich auch vorschlagen. Oder soll er eine Vollheilung? Mach ruhig die Multi, scheißegal. Dann haben wir wenigstens, was jetzt ist auch Hero schon sozusagen aus dem Gröbsten raus. Er kann sich jetzt vollständig heilen, genau. Dann machen wir hier jetzt nur 50 Schaden. Ja, und vielleicht, oh, 61 sogar. Ich denke mal, so viel wird die jetzt hoffentlich auch nicht mehr aushalten. Das seid jetzt echt assi, wenn die irgendwie Jessica an. Wenn Jessica. Oh, fuck, das geht. Oh, ist schon richtig knapp, ey. Nice! Ach, die müssen doch bald sterben an den. An den Scharfrichter. Rio macht die Vollheilung. Jengis. Ja, auf jeden. Jengis greift wieder mit Scharfrichter an. Jessica macht wieder Klur. Und Angelo macht die Mutti-Heilung. Alter, ist das ein Kampf, ey. Das ist echt happig, ey. Das ist richtig, richtig happig gerade. Also wir kommen noch ganz gut zurecht. 241. Ist hier so vielleicht mal tot? Ja, aber es ist immer am Limit. Ja. Nice, Empyrea ist besiegt. Drecksvieh, ey. Alter, 10.150. Wow. Oh, Magiesam. Immerhin. Sein lieber Schuld. Also ohne den Scharfrichter. Jetzt redet sie, wa? Ihr müsst tapfer sein, dass ihr meinem Schatten von der Welt des Lichts bisher gefolgt seid. Und ihr seid gute Kämpfer. Dankeschön. Danke. Vielleicht habt ihr es bereits selbst gemerkt. Dieser Kampf war eine Prüfung. Wir haben wir nicht. Auf den Tod! Bitte vergib mir meine Methoden. Doch ich suche nach jemandem, der stark ist und mir helfen kann. Wovon sprecht ihr? Wartet doch gewiss nicht, dass wir euch helfen, das Dorf anzugreifen. Ich fürchte, da schätzt ihr uns falsch ein. Wir haben nicht vor, euch bei diesem tyrannischen Clan zu unterstützen. Ach nein? Nicht? Seit wann bist du der Anführer? Also wir könnten schon die ganze Ausrüstung von dem Luther gebrauchen. Ja. Ich hab das Dorf nie angreifen wollen. Ach echt? Ich hab's nur trotzdem getan. Darum brauche ich auch einfach, okay? Blabla, die Welt des Lichts, so immer versuchte half ich den Weisen unter das Siegel zu bannen. Ja. So habe ich mir die Feindschaft der abscheulichen Diener Raphon zugezogen. Deshalb befinde ich mich in dieser misslichen Lage. Tja, dumm gelaufen, ne? Ich habe ein Junges, ein Ei in meinem Nest. Ich habe darauf gewartet, dass es schlüpft. Doch Gaemon, einer der schurkischen Handlanger Raphons, hat mein Nest verschleppt. Er hält mein Ei als Geisel gefangen. Wow. Er zwang mich, das Menschendorf anzugreifen. Ich musste es tun, wenn ich meinen Knie treten wollte. Normalerweise können Kreaturen wie Gaemon mir nichts anhaben, auch solange er meine Einheit für mich macht und kann nichts gegen ihn ausrichten. Du könntest ihn umbringen. Ja. Darum muss ich jemanden finden, der ihn an meiner Stelle bekämpft. Jemanden, der es stark und tapfer ist. Ihr habt mich gezögert, mein Schatten. Wir müssen blablabla, soll ich dabei blablabla? Nun blablabla, seid los, seid ihr blablabla. Bitte helft mir, wir sollen ihr Ei retten. Was springt denn da für mich dabei? Ich meine eines dämlichen Faux. Ach, verflixt. Ja, es gibt ja auch keine schönen Gefühle. Thank you. I was right to choose you. Nein. My nest is on the precipice. Okay. Gaemon wird noch mehr Ausschau halten, darum kann ich jetzt nicht das Ganze. Okay. Powert die uns auf? Wollen wir uns. Ja, kannst du mal. Ja. Then I will take you. Teleportiert die uns jetzt oder was? Da hast du dir. Das ist die Antwort. Das war easy. Läuft bei ihr. Oh Gott, haben wir den Part überzogen. Alter, das ist 39. Minute, Alter, what the fuck? Damit habe ich nur wirklich nie gerechnet. Jo. Aber also, gut, der Kampf gegen Empyrea war schon eine ganze Weile. Also, Part in Überlänge. Weiter kann ich euch nicht bringen, quatsch mich nicht voll. Okay, wir schaffen das schon. Danke, Empyrea. Ich will nur gucken, ob sie mindestens so nett war und uns geheilt hat. Nein, hat sie nicht. Also, unsere Lifepoints sind zwar oben, aber sie hätte uns mindestens noch ein paar MP geben können. Wie dem auch sei, Freunde. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht's dann hoch auf den Berg. Hoffentlich. Tschüss. Tschüss.